startet Helene Fischer jetzt auch in den USA durch? Für ihren großen Traum müsste sie jedoch ein großes Opfer bringen. Jahrelang hat Helene Fischer auf diesen einen Moment hingearbeitet. Von Deutschland weg in die Ferne, in das Land ihrer Träume, über den Atlantischen Ozean. Auf zu einem Neuanfang. Helene Fischer träumt von einer internationalen Karriere. Schon als kleines Mädchen hatte ich vom Broadway geträumt, verriet die Sängerin einmal in einem Interview. Und auch Helenes Entdecker, Produzent Jean Frankfurter, offenbart jetzt in einem Interview. Helene hat immer von einer internationalen Karriere geträumt. Schon von Anfang an. Doch erstmal hieß es, sich hier in Deutschland einen Namen zu machen, in ihrem Heimatland ein Star zu werden. Bevor Amerika erobert werden kann, verlässt Helene Fischer Freund Thomas für ihren großen Traum? Aber nun scheint es wirklich so weit zu sein. Helenes erster Schritt. Das aktuelle Duett mit dem Letten Popstar Luis Fonsi. Der Sänger hat seit Jahren eine riesige Fangemeinde in den USA und in Lateinamerika und könnte damit Helenes Türöffner sein. Ein Umzug nach New York oder Los Angeles, nicht für immer, aber für eine Zeit lang? Es wäre der nächste logische Schritt auf der Karriereleiter. Auch wenn das bedeuten würde, alles hinter sich zu lassen. Freunde, Familie und auch die große Liebe, den Lebensgefährten Thomas Seidel. Um in Amerika erfolgreich zu werden, muss sie auch dort wohnen, bestätigt auch der bekannte Musikproduzent Thomas Michael Stein. Helene müsste also viel aufgeben. Auf der anderen Seite könnte sie auch viel gewinnen. Dass die Sängerin sich besonders im gigantischen New York richtig wohlfühlt, das hat sie schon getestet. Vor ein paar Jahren verbrachte sie viele schöne Tage in der Stadt, die niemals schläft. Postete auf ihrer Internetseite Bilder von sich auf der legendären Brooklyn Bridge. Strahlend, glücklich, bereit für neue Abenteuer. Bereit für ein neues Leben.